Hallo und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich wieder was Schönes für euch vorbereitet. Ein schnelles Rezept, was super lecker schmeckt und passend zum Herbst. Und was gibt es da Besseres als Pilzchen? Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal ein ganz einfaches Rezept, denn es soll ja auch für den Alltag tauglich sein. Und es geht super schnell und ich zeige euch, wie man mit auch nur wenigen Zutaten ein ganz, ganz leckeres Süßchen zaubern kann. Für unser leckeres Süßchen benötigen wir einmal eine Zwiebel, die habe ich ja schon mal fein gewürfelt, ein wenig Zucker, Pfeffer, Salz, Olivenöl zum Anbraten, dann noch eine Schale Champignons. Ich habe jetzt hier die braunen gewählt, ich finde, die sehen optisch einfach nochmal ein bisschen schöner aus. Dann habe ich hier noch einen Esslöffel Schnittlauch, ein wenig Thymian, den werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen dazugeben und einen Becher Schmand. Als allererstes geht es in dem Rezept um die Pilze. Pilze, oder ich sag mal so, der größte Fehler, den man mit Pilzen machen kann, ist, dass man den einfach abwäscht oder ja, wäscht quasi. Denn der Pilz ist ein Schwamm und der zieht dann das ganze Wasser auf und das bedeutet, dass er den ganzen Geschmack verliert und dann auch noch beim Anbraten zu viel Flüssigkeit weglässt. Und das brauchen wir also nicht. Das bedeutet, Pilze werden nicht gewaschen, die werden auch nicht geschält, denn sonst macht ihr quasi die ganze Schale mit den Mineralien weg. Man nimmt einfach nur so eine ganz leichte Bürste, ich habe hier so eine Gemüsebürste, die da bürstet man quasi einfach nur den groben Schmutz ab. Und das Einzige, was ich immer mache, ist, ich schneide immer hier so ein bisschen, so einen Zentimeter ungefähr von diesem Strunk hier oben, von der Schnittfläche ab, damit der einfach nur frisch ist. Dann schneiden wir die Pilze in Scheiben und braten die mit ein bisschen Olivenöl, das erhitzen wir in der Pfanne, und braten das Ganze dann von allen beiden Seiten schön kross an und das einzeln. Das ist nämlich das Wichtige an diesem Süßchen. Denn Pilze schmecken, also ich finde, das Aroma wird ja erst freigesetzt durch das Anbraten und dadurch werden die schön kross und die Soße kriegt eine richtig schöne dunkle Farbe. Nachdem wir jetzt die Pilzchen schön angebraten haben, geben wir jetzt in die gleiche Pfanne und noch mal ein bisschen Olivenöl rein und braten die Zwiebeln schön kross und goldbraun an. Und dann karamellisieren wir das Ganze wieder, löschen das Ganze dann mit dem Schmand ab und geben danach die Gewürze und die Pilze wieder hinzu. Und dann ist unser Süßchen auch schon fertig. Also ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ihr probiert es mal aus. Es ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsrezepte, was den Herbst angeht. Und wie gesagt, eigentlich ist das Geheimrezept zu dem Süßchen einfach nur, dass man die Pilze wirklich, dass man sich die Zeit nimmt und die einzeln
anbratet und die dann auch einzeln wendet, damit die alle gleich braun werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, hoffe ich, dass ihr mir natürlich einen Daumen nach oben hinterlässt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Rezept habt oder zu irgendwelchen Lebensmitteln, die man austauschen kann, dann beantworte ich euch das natürlich gerne unten in den Kommentaren. Und ich hoffe, ihr habt meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr nämlich auch nicht die nächste Folge. Ich würde sagen, bis nächsten Sonntag. Tschüss!